Moin Leute, willkommen zurück zu den Espresso-Cookies. Wir testen heute mal den Licht-Espresso und ich kann euch sagen, der sieht ziemlich verheißungsvoll aus und wahrscheinlich eine noch mehr geupgradete Version zu dem Feuer-Espresso-Cookie, den wir auch schon getestet hatten in einer der letzten Videos. Wir starten einmal rein und gucken, wie gut der Licht-Espresso-Cookie so ist. So, aber zuallererst, ihr kennt's, erstmal die Fähigkeiten noch einmal kurz im Schnelldurchlauf hoffentlich für euch. Erste Fähigkeit ist die fliegende Kaffeebohne, die alle Espresso-Cookies haben. Das ist der Buff-Block, der von 30%iger Aktivierungsrate mit Skill-Ups hoch auf 50 gehen kann. Sehr unwahrscheinlich, dass ihr mal einen Buff-Block seht, aufgrund dieser wenigen Aktivierungsrate, die ja vorgeschaltet noch ist vor dem ACC- und Resistance-Verhältnis. Ne? Also ihr habt ja noch diesen ACC- und Resi-Check, der kommt ja auch noch. Und dann habt ihr vorgeschaltet noch diese Aktivierungsrate, damit dieser Buff-Block mal passiert. Zwei Runden Buff-Block, erste Fähigkeit. Wir gehen direkt weiter. Extraktion ist dieselbe Fähigkeit, die, glaube ich, auch der Feuer-Espresso hatte. Und die durchaus nicht so verkehrt ist. Die kann betäuben und die kann die Angriffsleiste und die HP runtersetzen. Also ihr setzt die Angriffsleiste auf 0 und je nachdem, wie viel ihr reduziert habt, reduziert ihr dann auch proportional dazu die HP des Ziels, was ihr angegriffen habt, und bei Bossen bis zu 30%. Und bei Bossen geht es nur bis zu 5%. Der Spell ist okay, der ist, glaube ich, nicht so schlecht. Und jetzt kommt das, was den Licht-Espresso so einzigartig macht. Und den finde ich auch richtig gut und vielleicht auch noch ein Stück besser zu dem Feuer-Espresso. Hier steht Ristretto, heißt der Spell. Und hier steht, greift alle Gegner an, um ihre Verteidigung für 2 Runden zu reduzieren und ihre Abklingzeit um jeweils 1 Runde zu erhöhen. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut aus meiner Sicht. Und das schreit für mich wieder nach Arena-Offense tatsächlich und macht vielleicht auch wieder einige, ihr könnt quasi den Galleon, also entweder ersetzt ihr jetzt Galleon dadurch oder ihr habt einfach noch einen zweiten Defense-Break für den Fall, dass der Galleon euch öfter mal verkauft. Ne? Ein oder andere kennt es ja vielleicht. Ristretto ist, glaube ich, ein richtig toller Spell und das werden wir jetzt auch gleich sehen. Wie habe ich die gute Licht-Espresso-Tante hier geruht? Wer die Espresso-Videos gesehen hat, der sieht, was ich da mal so ruhne. Es ist wieder mal auch Qual. Speed, HP, Attack. In dem Fall möglichst 85 ACC anpeilen. Wir haben 67 plus Artifact von 17 auf dem S3. Das heißt, wir sind bei 84 ACC. Ist ein 1% off von dem, was maximal notwendig ist. So machen wir das Ganze in der Offense. Ich glaube, dieses Monster braucht auch keine Skill-Ups aus meiner Sicht, weil für die dritte Fähigkeit der Schaden ist irrelevant. Wir gehen vor allem wegen den Effekten hier rein und die Abklingzeit, wenn du in einer Offense spielst, dann hast du ja die erste Runde und willst ja möglichst, nachdem die Spells raus sind, keine Gegner mehr sehen auf dem Schlachtfeld. Das ist ja das Ziel. Dementsprechend gehen wir mal rein und schauen wir mal, wie gut das in der Arena-Offense funktioniert. So, und ich habe einmal die erste Defense hier rausgesucht. Ist durchaus eine, die ziemlich eklig ist. Hier ist ein Halfas, hier ist eine Triana, Rakan und Abellio. So die typischen 4 Monster, die man nicht sehen will in der Arena Defense. Vor allem, wenn man Lucian-Spieler ist. Wir gehen hier mit Poseidon rein und versuchen hier mit dem Licht Espresso hier einiges an Damage zu machen. Ich glaube auch oder Damage nicht, aber halt Vorbereitung für den Schaden. Wir können hier mit dem Espresso auch sozusagen die Aktivierungs-, also die Abklingzeiten reduzieren. Das heißt, es ist richtig gut gegen Abellio, gegen Triana. Und wir können zumindest, wenn wir die erste Fähigkeit mit dem Buff-Block noch haben, könnten wir uns auch um den Halfas irgendwie kümmern. In der Theorie sehr interessantes Monster. Ich gehe nochmal durch die Runen durch. Triana ist das erste Monster mit Speed, Crit, Damage und Attack. Für den Fall, dass ihr das Feuer-Espresso-Video nicht gesehen habt, wo wir das schon mal in ähnlicher Form getestet haben. Speed, HP, Speed, Defense und ACC. Die Defense sind nur relevant für den Speedwert. Und dann kommt, Poseidon noch nicht, sondern dann kommt erstmal der Espresso. Der versucht hier mit der dritten Fähigkeit Abklingzeiten zu reduzieren, Defense zu brechen und die Vorbereitung zu machen, damit Poseidon dann einmal drüber rutschen kann. Poseidon hier auf Speed, Crit Damage und Attack. Wichtig auch, dass ihr noch ein bisschen vielleicht ACC oder Crit Damage in Artifacts habt. Ich habe ein bisschen wenig ACC auf meinem Poseidon, aber hey, was soll's. Wir gehen einmal rein und gucken, wie das Ganze so funktioniert in der Arena Offense. Ich glaube, da ist wahrscheinlich auch der größte Anwendungspunkt für dieses Monster. Vorteilhafte Effekte runter. Einmal drauf. Und dann versuchen wir jetzt mit Ristretto möglichst die Abklingzeiten. Habe ich da, ich glaube, die Triana hat widerstanden. Let's go. Wir werden es sehen. Okay, never mind.
Der Gegner hatte keine Runen. Okay, ja gut. Dann waren alle weg auf einmal. Ich glaube aber, Triana vielleicht doch nicht widerstanden, sonst hätte sie eigentlich jemanden retten müssen, glaube ich. Wir gucken uns einfach nach einer anderen Defense um. So, wir haben hier nochmal eine kleine Abellio-Defense, hier in dem Fall noch mit Darion und Kinky. Vor allem der Abellio sollte jetzt vor allem die Abklingzeitenerhöhung bekommen. Wir hoffen mal, dass das funktioniert. Wir gehen einmal rein, Abellio. Ich glaube, da stand schon wieder Widerstanden, oder? Ich weiß es nicht, ich habe gerade nicht richtig darauf geachtet, muss ich sagen. Okay, Abellio stirbt einfach so raus, so geht's natürlich auch. Wir sind aktuell wieder mal immer noch im Fighter-Bereich hier, viel mehr konnte ich auch nicht so richtig spielen. Wir machen Extraktion, macht sogar ein bisschen Damage auf Kinky und ja, damit wieder weg. Und wieder eine Defense weggeklappt. Wir gucken mal noch weiteren, vielleicht mehr anspruchsvolleren Defenses. So, wir haben hier mal eine Defense, wo es wahrscheinlich auch sehr darauf ankommen wird, dass wir die Cooldown-Reduzierungen treffen, die Cooldown-Erhöhungen treffen, so rum. Und vor allem auf Psamath und auf Perna. Guter Vorteil von dem Monster, wir sind ein Lichtmonster. Das heißt, wir haben quasi Elementneutralität gegenüber so ziemlich jedem anderen und also jedem anderen der normalen Monstern. Und das heißt, bei uns kickt nicht das ganze Thema mit dem zusätzlichen Glancing-Effekt rein, wenn wir Attributnachteil haben. Ristretto, bitte einmal treffen. Wunderbar. Ihr seht auch an der dritten Fähigkeit, dadurch, dass sie auch zusätzlich noch ein bisschen Damage macht, was man nicht so häufig hat auf solchen Fähigkeiten, dass wir so ein bisschen Fluff-Damage noch mit drin haben für Poseidon. Also ich meine, in dem Fall sind die Monster auch ziemlich squishy und jetzt gucken wir mal, was da so wiederkommt. Der kommt wieder. Okay, dann haben wir den Reset anscheinend nicht getroffen. Den Reset nicht getroffen auf Perna und der Psamath kam wieder, weil die Nana ihn gerettet hat. Aber das macht nichts. Wir versuchen jetzt die Extraktion und der HP-Balken von Perna ist recht weit oben. Sollte also jetzt durchaus ein bisschen Schaden machen. Ja, hat auch. Und zack, ist das schon wieder durch. Also ich muss sagen, wirklich so vom ersten Eindruck her macht die sehr viel Sinn. Wir gucken, ob wir noch ein paar andere Monster mal finden. Hier vor allem müssen wir auch mehr so die Monster, die nicht für die erste Runde unbedingt sofort gehen, oder die Defenses uns raussuchen. Ich schaue nochmal, ob ich was finde für euch und eine machen wir noch. Vielleicht ist diese Defense nochmal ganz interessant. Wir haben hier eine Molly, wir haben hier den guten Moore, der ja, wenn er Abklingzeit erhöht bekommt, nicht mehr viel macht. Und wichtig auch, dass wir auch dem Eladriel die Abklingzeiten erhöhen. Und dann gehen wir mal rein und gucken, ob das funktioniert mit unserem kleinen Licht-Espresso. Und Defense Breaks sitzen. Ansonsten hätten wir jetzt noch eine zweite Möglichkeit, wenn Galleon gar keinen Bock hat, nochmal Verteidigung zu brechen. Bitte Abklingzeiten erhöhen auf links und auf Eladriel. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ja, das ist ziemlich ja, solide. Und wir haben sogar schon ein bisschen Fluff Damage vorneweg gemacht. Und jetzt, ja, hauen wir das Ganze einfach aus dem Leben hier. Und ja, cool. Also, für die Offense, denke ich mal, ein richtig gutes Monster. Der Licht-Cookie. Ich würde sagen, wir gehen mal in die RTA. In der RTA gibt es ja auch verschiedene Cleave-Kombinationen und ich schaue mal, ob ich da vielleicht noch was für euch finde an Replays, die wir uns mal gemeinsam anschauen wollen. In der RTA habe ich auch ein Match für euch gefunden, wo man wieder mal so eine typische Erste-Runden-Kombination sieht. Diesmal so ein bisschen mehr wieder kontrolllastig, das heißt, wir versuchen mehr über Stunts zu gehen, weniger über Schaden. Hier auf der linken Seite von dem guten Ferris und wir gehen hier mit Clara zuerst rein. Clara versucht mit dem Stun. Hat auch drei Leute getroffen, dann sogar noch der Stun von dem Moore, der hatte den Tag seines Lebens. Und jetzt noch mit dem Espresso-Cookie hinterher, Abklingzeiten erhöhen, Defense-Break drauf und versucht jetzt hier nach und nach, oh mein Gott, und der hier sieht man auch, der Espresso-Cookie war auf Gewalt, ja, sonst hätte die Zusatzrunde auf Juno nicht stattgefunden. Das heißt, hier an der Stelle wurde der Espresso-Cookie sogar auch mal auf Gewalt probiert. Ich persönlich, wenn ihr so viel Qual davor habt, macht das sogar durchaus Sinn. Ansonsten, wenn ihr nicht so viele anderen Qual-Monster vorne weg habt oder Monster, die stunnen können, einfach auf Qual spielen, wäre auch eine Möglichkeit. Aber hier an der Stelle, klar, wenn man die Zusatzrunde zieht, ist nice. Ansonsten weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, dann seht ihr schon, das ist für den Gegner meistens dann schnell vorbei. Er ist so lange kontrolliert, dass er sich gar nicht wehren kann und so schnell kann es gehen. Mit so einer Erstrunden-Kombination rund um Moore, Clara und dem Lichtcookie. So, ich hätte euch gerne noch mehr RTA-Footage gezeigt, wo es mehr um Schaden geht und weniger um Kontrolle, aber leider
habe ich da nicht so richtig viel gefunden. Stattdessen versuchen wir es einfach mal im Belagerungskampf nochmal. Und zwar als Galleon-Ersatz. Normalerweise, wenn man den Galeone oder Galleon, den Piratenkapitän, in Wasser hier reinstellt, funktioniert diese Offense ja ganz gut. Wir probieren es jetzt mal mit dem Licht-Cookie. Der sollte auch funktionieren und gerade auch gegen Theomas nicht so schlecht, glaube ich, weil wir ja den Cooldown quasi erhöhen können und damit sein Passiv unterdrücken. Und damit sollte Theomas eigentlich, und wir sind übrigens noch auf Qual, sollte Theomas eigentlich das Zeitliche segnen, je nachdem, ob wir jetzt das alles getroffen haben. Ja, haben wir und damit hat Theomas sein Passiv nicht und stirbt sofort raus und den Rest sollten wir dann eigentlich auch je nach Zeit und je nachdem, wie Vioprox so sind, sollte man eigentlich gelöst bekommen. Die Extraktion auch nicht so schlecht. Jetzt hier auf dem Molong. Der Molong macht jetzt quasi gar nichts mehr. Und ich glaube, für einen Belagerungskampf in der Offense mit Poseidon wieder ein Monster, was man statt Galleon vielleicht noch mitspielen kann, wenn man es denn hat. Den Lichtespresso hat auch nicht jeder. Und ich muss dazu sagen, ich kann es selber gar nicht glauben, dass ich wenige Tage nachdem die Espressos rausgekommen sind, sie alle schon hatte. Noch mal eine zweite Runde, um mal zu sehen, dass das auch wirklich funktioniert. Aber ich glaube, das hat man jetzt schon beim ersten Mal ganz gut sehen können. Jetzt sogar weniger getroffen, aber Abklingzeit ist erhöht worden auf dem Theomas. Und dann sollte der Theomas, der hält aber eine Menge aus, Alter. Sollte der Theomas auf jeden Fall jetzt gleich wegsterben. Die zweite Fähigkeit, die ist auch nicht schlecht. Also muss man sagen, die zweite Fähigkeit, die gefällt mir auch, definitiv. Vielleicht macht man ja sogar noch ein bisschen mehr Schaden, wenn man dann die Skill-Ups hat. Aber aus meiner Sicht, ihr seht's, wir spielen die Cookies hier gerade komplett unausgeskillt. Also die ganzen Videos, die wir jetzt alle zu den Cookies gemacht haben und auch noch machen werden, sind alle ohne Skill-Ups. Ne? Also ihr seht, da geht auch noch ein bisschen matt. Bei der Extraktion macht schon so ganz gut Damage. Hier geht noch 15% mehr und hier gehen auch nochmal 30% mehr Schaden auf dem Ristretto, wobei aus meiner Sicht brauchen wir das gar nicht. Ich glaube, der Licht-Espresso-Cookie aus meiner Sicht ein sehr gutes Monster für die erste Runde. Wenn ihr quasi mit so einem Cleave-Team unterwegs seid, vor allem in der Arena, Belagerungskämpfe vielleicht auch. RTA muss man gucken, was man noch so für Monster zur Verfügung hat, die man daneben stellt. Vielleicht macht es ja auch Sinn, in der RTA eine Kombination aus dem Feuer und dem Licht-Espresso zu spielen, weil beide doch ein sehr ähnliches Kit haben. Der eine gibt halt noch mal Brandmal und vielleicht potenziell Defense Breaks und hier kriegt ihr halt den garantierteren Defense Break und Abklingzeitenerhöhung. In dem Sinne, das war unser kleines Video zu dem Espresso Cookie. Aus meiner Sicht, wenn ihr den Licht Espresso Cookie habt, auf jeden Fall bauen. Also ich würde es machen. Ihr braucht den auch nicht ausskillen. Das heißt, der ist recht einfach zu bauen, wenn ihr denn die Runen habt. Aber das ist ja immer das Problem. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen geholfen. Wenn dem so ist und euch das Video gefallen hat und mehr solcher Test-Cookie-Test-Videos sehen wollt, lasst den Daumen auf dem Video da. Damit helft ihr mir so ein bisschen weiter und auch anderen Leuten dabei, diese Videos zu entdecken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao im nächsten Espresso-Video.